Völkerwanderung. Völkerwanderung assoziieren wir mit dem Untergang des Römischen Reiches. Das ist nicht die Perspektive, die ein Verfassungsrechtler, ein Staatsrechtler wählt. Aber ein Staatsrechtler fragt auch nach den Grundlagen des Staates. In jedem Semester bietet die Juristische Fakultät der Universität Bonn eine Vorlesung Staatstheorie an. Da geht es um die Frage, was ist überhaupt ein Staat? Was sind seine Funktionsvoraussetzungen? Manchmal fragen wir auch in einer parallelen Vorlesung, wie ist er geschichtlich entstanden? Und diese Art von Staatstheorie, sie wird plötzlich wieder hochaktuell. Vor einigen Jahren wollte niemand meiner Kollegen das Fach überhaupt noch lesen, weil sich viele an das Diktum von Carl Schmitt gehalten haben, der Anfang der 60er Jahre erklärt hat, dass der Staat historisch passé sei. Gerade im Blick auf die europäische Integration schien der alte Machtstaat, die alte Idee von Staatlichkeit, wie er in der frühen Neuzeit entstanden war, überholt zu sein. Denn die europäische Integration, sie zielt ja gerade darauf, die Partikularität der Staaten, ihre Abgegrenztheit zu verändern. Mit den Grundfreiheiten und dem Binnenmarkt soll eine Gemeinsamkeit entstehen. Und vor 15 Jahren etwa waren wir im Staatsrecht der Überzeugung, dieses Modell ist das Modell für die ganze Welt, für die Zukunft. Nämlich ein Modell, dass Staaten sich miteinander verbinden, ihre Grenzen gegeneinander öffnen und nicht verschließen und dass gemeinsame Interessen in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum, in einem gemeinsamen kulturellen Erlebnisraum zu etwas führen, was wir Weltgesellschaft nennen. Das ist die Idee, die Immanuel Kant bereits in seinen Überlegungen zum ewigen Frieden ventiliert hat. Ob ein Weltstaat eigentlich der Universalität der Vernunft die einzig angemessene Form ist. Und diese Frage, ob die Universalität bestimmter westlicher Grundeinnahmen nicht dazu zwingt, staatliche Grenzen für einen Anachronismus zu halten. Meine Damen und Herren, diese Frage ist nicht nur philosophisch, staatsphilosophisch, rechtsphilosophisch interessant, sondern sie wurde im Jahr 2015 zu einem alles überragenden Politikum in der Mitte Europas. Gebietet die Menschenwürde, Grenzen zu öffnen? Darf die Verteidigung einer Grenze, die Kontrolle der Einwanderung, darf sie überhaupt gegenüber einem universellen Menschenrecht auf Freizügigkeit in Stellung gebracht werden? Meine Damen und Herren, diese dahinterliegende Frage, wie universell sind Menschenrechte und wie viel Partikularität von Staatsgewalt verträgt dieses Konzept, das ist eine große juristische, verfassungstheoretische Frage, die die abendländische Geschichte durchzieht, so alt sie ist. Wenn man zu Beginn der Neuzeit schaut, dann steht am Beginn der Neuzeit weniger die Entdeckung Amerikas. Das ist auch ein markantes Datum. Und auch nicht die Reformation, an die wir in diesem Jahr besonders denken. Sondern am Beginn der Neuzeit steht der Renaissance-Humanismus. Eine Wiederaneignung des antiken Erbes verbunden mit einer Neuinterpretation, sonst wäre es keine Neuzeit, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Nicht nur künstlerisch, mit der Entdeckung der Perspektive, nicht nur als Maßstab für die Kunst und für die Weltdeutung und Erklärung, sondern auch als den letzten Bezugpunkt aller Normativität. Und
als der Renaissance-Philosoph Pico della Mirandola seine Rede über die menschliche Würde verfasst hat, gegen Ende des 15. Jahrhunderts verfasst hat. Da erklärt er diese Besonderheit eines jeden einzelnen Menschen aus seiner Gottesebenbildlichkeit. Denn die Schöpfungsgeschichte spricht nicht davon, dass nur eine bestimmte Rasse, eine bestimmte Hautfarbe, ein bestimmtes Geschlecht, Reiche oder Arme gottesebenbildlich wären, sondern der Mensch an und für sich, jeder Mensch, jeder einzelne Mensch. Meine Damen und Herren, diese Renaissance-Botschaft hat etwas Universelles, das aus antiken und christlichen Wurzeln stammt und deshalb Renaissance im besten Sinne des Wortes ist. Und wenn Pico della Mirandola vom Menschen spricht, dann ist da keine Rede von Venezianern oder Florentinern, keine Rede vom Staat. Und trotzdem ist zeitgleich, als mit einem Zeitgenossen Picos, mit Machiavelli die neuzeitliche Staatsidee auf die Welt gekommen. Zeitgleich, in derselben Epoche. In derselben Epoche, wo der Mensch in den Mittelpunkt gerückt wird und Universalität der Menschenrechte für die Neuzeit neu aufbereitet und vorbereitet wird, im selben Zeitpunkt wird der moderne Staat vorgedacht als eine rationale Herrschaftsorganisation. Und als die Neuzeit in die nächste Etappe ging, nämlich mit der Reformation, die aus dem Glauben heraus Absolutheit beanspruchte gegen alle Autoritäten und gegen alle Traditionen, gegen alle legitimen Gewalten. Hier stehe ich und kann nicht anders, auf dem Reichstag von Worms durch Martin Luther gesagt. 1521 gesagt, auf dem Reichstag zu Worms, vor Kaiser und im Hintergrund dem Papst. Das war ein neuzeitliches Statement für die letzte normative Quelle aller Gewissheit, hier nicht in der Vernunft, sondern in einem Glauben, der über den Zugang zur Heiligen Schrift vernünftig zu argumentieren und zu argumentieren. Versteht. Meine Damen und Herren, diese neuzeitliche Universalität, sie führte in eine Instabilität. Die Instabilität, wenn jeder glauben kann, was er will, wenn die Ordnung, die mittelalterliche Ordnung, die Universitas Christiana, wenn sie herausgefordert wird, wenn sie zerstört wird, dann kann alles passieren. Was in Deutschland im 30-jährigen Krieg passierte, da haben wir nur eine diffuse Vorstellung. Der 30-jährige Krieg hat prozentual gesehen deutlich mehr Opfer gefordert für Deutschland als der Erste und Zweite Weltkrieg zusammengenommen. Ein Drittel der Bevölkerung war nicht mehr am Ende dieses Krieges. Ganze Landschaften wie in Hessen waren menschenleer. Natürlich war das nicht allein ein Religionskrieg. Aber ohne den Zerfall des mittelalterlichen Weltbildes und seiner Harmonie wäre so etwas nicht möglich gewesen. Und am Ende eines solchen Krieges und der anderen religiösen Auseinandersetzungen in England oder in Frankreich stand der moderne Staat als Friedensgarant. Thomas Hobbes hat diesen Staat erklärt aus der Vorstellung der bürgerlichen Freiheit der Menschen heraus. Denn wenn der Mensch privatautonom handeln will, wenn er in einer zivilisierten Gesellschaft sich begegnen will, dann braucht er eine überlegene Gewalt, die den Frieden garantiert. Und diese Ausgangsidee für jede Staatstheorie, sie ist auch die Ausgangstheorie für die Vorstellung des modernen Staates als eines Vernunftprodukts. Menschen, die ohne eine überlegene Ordnung unterwegs sind, müssen sich allein auf ihre Vernunft verlassen, auf ihre Sittlichkeit, auf ihren Anstand. Nach aller historischen Erfahrung gelingt das nicht
in größeren Verbänden. In größeren Verbänden tendieren diejenigen, die über die Mittel verfügen, zur Machtausübung. Und um diese Machtausübung zu begrenzen, braucht man jene überlegene Gewalt, die Thomas Hobbes den Leviathan nannte. Die Hobbesche Erklärung des Staates, sie arbeitet ein wenig mit der Angst. Sie geht zwar von der bürgerlichen angeborenen Freiheit der Menschen aus, auch von ihrem Vernunftpotenzial einzuwilligen in eine solch überlegene Herrschaft, aber dann ist die Herrschaft eigentlich ungebunden unterwegs. Ein Staatsphilosoph wie John Locke hat das zurechtgerückt. Danach kann eigentlich eine solche Herrschaftsgewalt nur dann legitim sein, nicht legal, legitim, mit Vernunftgründen anerkennungsfähig sein, wenn sie zugleich dem einzelnen Machtunterworfenen auch die Selbstregierung ermöglicht, die freie und gleiche Mitwirkung ermöglicht. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Bild in seiner Rechtsprechung, ich würde mal sagen, in unsere Zeit gestellt, indem das Bundesverfassungsgericht in seinem Lissabon-Urteil sagt, dass die Idee der Menschenwürde nicht nur die Quelle für alle individuellen Entfaltungsansprüche des Menschen ist, sondern zugleich auch die Quelle für den Anspruch auf demokratische Selbstregierung in einem geordneten Rechtsstaat ist. Und insofern fasst Artikel 1 des Grundgesetzes mit der unantastbaren Würde des Menschen als Fundament sowohl den staatsorganisationsrechtlichen Teil als auch den grundrechtlichen Teil zusammen. Ist vor die Klammer gezogen. Nach Artikel 1 kommen die Grundrechte und mit Artikel 20 beginnt der staatsorganisationsrechtliche Teil des Grundgesetzes und beide Teile werden von der Idee der Dignitas Humana grundiert. Das bedeutet aber auch, dass das Grundgesetz die Universalität der Menschenrechte und die Partikularität eines völkerrechtlichen Staates zusammendenkt. Ambivalent denkt, gemeinsam denkt und nicht als Antagonisten. Und keine Absolutheit will, weder im Sinne einer totalen Demokratie, die individuellen Rechte per Mehrheitsentscheidung eliminieren kann, noch als total liberalisierte Gesellschaft, die jenseits der demokratischen Volksherrschaft sich eine anarchische Welt vorstellt, in der die Einzelnen alles sind und die Gemeinschaft nichts mehr wäre. Meine Damen und Herren, diese Ambivalenz, sie ist schwierig, aber sie liegt unserer Verfassung ersichtlich zugrunde. Das Bundesverfassungsgericht geht auch davon aus, es geht um die freie Entfaltung eines jeden Einzelnen, aber zugleich geht es auch um seine soziale Bindung in einer politischen Gemeinschaft. Und bereits die Präambel des Grundgesetzes bringt diese Ambivalenz zum Ausdruck, die mehr sein will als irgendein dumpfer völkischer Absolutismus, sondern eben die neuzeitliche Erfahrung auf den Punkt bringt. Wenn gesagt wird, dass das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung sich eine Verfassung in Verantwortung vor Gott und den Menschen gibt, um als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Da ist, meine Damen und Herren, alles zusammengefasst. Da ist eine konstruktive Spannung aufgelegt. Das deutsche Volk, Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt, so beginnt die Präambel, macht einen Freiheitsanspruch eines Volkes geltend. Wir nennen das Unabhängigkeit, Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das war 1949 noch, sagen wir mal, ein Scheck auf die Zukunft, weil Deutschland noch unter Besatzungsherrschaft stand. Aber die Besatzungsmächte hatten eine Verfassung gefordert und sie haben eine Verfassung bekommen. Und zwar die Verfassung eines freien Landes.
antizipierend zum damaligen Zeitpunkt. Aber diese Freiheit, sie wird nicht absolut verstanden. Sie dient von vornherein den Menschen und seiner Würde, der Individualität, der Personalität der Menschen. Nicht der Staat ist ein höheres Wesen, sondern er dient den Einzelinteressen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite will diese neue Gemeinschaft, diese neu verfasste Gemeinschaft der Deutschen, nach dem, was historisch vorgegangen war, nach dem totalitären Abgrund, nach dem Abgleiten in die Barbarei, will dieses Volk nicht mehr völlig frei darüber bestimmen, was sie sind, sondern formuliert ein Ziel. Europa soll eine Einheit, eine politische Einheit werden, wie auch immer. Damit ist nicht gesagt, dass es ein Bundesstaat sein muss, aber eine politische Einheit soll nicht mehr gegeneinander Krieg führen, sondern soll sich als kulturelle, wirtschaftliche, politische Einheit verstehen. Das ist eine Zielvorstellung der Präambel. Und damit soll zugleich dieses neu verfasste Volk der Deutschen in ihrer Republik dem Frieden der Welt dienen. Das heißt, sie sollen als internationaler Akteur, zum Beispiel in Systemen gegenseitiger kollektiver Sicherheit, Verantwortung für die Erhaltung des Weltfriedens übernehmen. Das ist eine große Vorstellung und sie macht deutlich, wie sich der neue Staat denkt. Er will ein handlungsfähiger, er will ein starker Staat sein, er will ein freier Staat sein, aber er will letztlich universell Menschen in der ganzen Welt dienen. Meine Damen und Herren, und diese Ambivalenz, sie verlangt nach Auflösung, wenn wir vor der Frage eines Einwanderungsbegehrens stehen. Wenn jemand an den Toren europäischer oder deutscher Grenzen steht, verlangt dann das universelle Prinzip der Menschenrechte, verlangt es dann, die Grenze zu öffnen oder darf sie auch verschlossen werden mit dem Hinweis darauf, dass diese Republik in internationalen Organisationen Verantwortung für die Stabilität der Welt übernimmt? Kann man, darf man das überhaupt entgegensetzen? Gibt es einen unmittelbaren Durchgriffsanspruch universeller Menschenrechte? Rechtlich gesehen ist die Sache viel klarer, als es im öffentlichen Meinungsraum dargestellt wird. Meine ich als Jurist sagen zu müssen. Was ich immer höre, wenn Politiker reden, ich sitze manchmal zu Hause und sage zu meiner Frau, ich bin der Einzige, der nichts mehr vom Verfassungsrecht versteht. Da werden mir Sachen erzählt, die habe ich noch nie gehört und noch nirgendwo gelesen. Aber bis zu den Führern angesehener politischer Parteien werden Sachen behauptet, die einfach nicht stimmen. Beispiel Asylrecht. Im Oktober 2015 bin ich in einem Fernsehinterview gefragt worden, wer sich eigentlich auf das Asylrecht berufen kann, von denen, die gerade ins Land kamen. Und die Antwort ist mir ersichtlich schwer gefallen. Aber ich habe den Verfassungstext wiedergegeben. Der Verfassungstext besagt in Artikel 16a des Grundgesetzes im Absatz 1, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Und dann kommt der Absatz 2. Darauf kann sich nicht berufen, wer aus einem sicheren Drittstaat nach Deutschland gelangt. Da wir aber von sicheren Drittstaaten umgeben sind, kann nur noch der Luftweg in Betracht kommen, damit man sich auf Asyl berufen kann, nach dem Grundgesetz. Und deshalb hat man in Frankfurt Anfang der 90er Jahre ein extraterritoriales Gebiet eingerichtet, damit wer auf dem Luftweg kommt, trotzdem nicht in Deutschland ist. Das kann man als tückisch empfinden. Das Bundesverfassungsgericht hat damals das geprüft. Richter sind sogar überraschend hingefahren, um sich die Zustände in diesem Transferbereich anzuschauen und sind zum Ergebnis gekommen, das ist verfassungsgemäß. Man könnte also sagen, niemand kann sich auf das Asylrecht berufen.
überraschende Aussage. Aber das war der Gegenstand des Asylkompromisses Anfang der 90er Jahre, weil man meinte, dass es politisch nicht länger zu ertragen ist, wenn 200.000 Menschen pro Jahr ins Land kommen. Schlechtes Gedächtnis in unserer öffentlichen Wahrnehmung, das ist komplett der Amnesie anheimgefallen. Aber es ist geltendes Verfassungsrecht. Es ist geltendes, es ist nicht geändert worden. Aber dann wird gesagt, ja, liebe Leute, so eine Frage wie Einwanderung wird doch nicht allein vom Grundgesetz heute entschieden. Da gibt es doch Europarecht. Das Europarecht, meine Damen und Herren, regelt nicht, dass Asyl, den Asylanspruch in den Staaten als Zutrittsrecht auf das Territorium dieser Staaten. Das europäische Recht koordiniert die Asylversprechen der Staaten innerhalb des Schengen- und Dublin-Systems, das heißt, vergemeinschaftet also die Kontrolle und gibt gemeinsame Richtlinien für Asylanträge. Das ist das Dublin-System. Dieses Dublin-System sieht auf den ersten Blick für Deutschland sehr günstig aus, weil nur Staaten mit einer Außengrenze zuständig sind für die Bearbeitung von Asylanträgen. Mit Ausnahme des Schweizer Territoriums haben wir aber keine Außengrenze mehr. Als diese Idee geboren wurde, Mitte der 80er Jahre, hatte Deutschland noch eine Außengrenze und deshalb hätte niemand Mitte der 80er Jahre gesagt, das ist unfair. Die Wirklichkeit Europas mit dem Fall der Mauer, mit dem Ende des Kalten Krieges, hat sich so dramatisch geändert, dass eine Grundidee, die zu Beginn der 80er Jahre geboren wurde, plötzlich eine völlig neue Wirklichkeit gefunden hat. Die Grundidee nämlich, dass man auf Personenkontrollen in einem gemeinsamen Raum, dem Schengen-Raum, der intergouvernemental entstanden ist, der also sowohl auch Staaten außerhalb der Europäischen Union beinhalten kann, als auch nicht alle Staaten der Europäischen Union umschließt, dieser Schengen-Raum verzichtet auf Personenkontrollen an den fortbestehenden Binnengrenzen, also zwischen den Staaten, und verlagert sie an die Außengrenze. Also die Idee des Binnenmarktes, des gemeinsamen Marktes, sie wird auf die Personenkontrollen, nicht auf die Freizügigkeit, die bestand schon viel länger als Arbeitnehmerfreizügigkeit etwa, innerhalb der Europäischen Union. Die Kontrollen werden an die Außengrenze verlegt. Und damit auch hier eine hinreichende Motivation besteht, das Einwanderungsgeschehen zu kontrollieren, hat man gesagt, dass derjenige, der eine Außengrenze hat, auch für die Unterbringung und die Bearbeitung der Asylanträge zuständig ist. Denn nur dann verliert er ja das Interesse, die Grenze nicht zu sichern und Einwanderer einfach weiterziehen zu lassen, in der Hoffnung, dass sie attraktivere Länder als sein eigenes finden, innerhalb der Europäischen Union. Meine Damen und Herren, dieser Mechanismus, den habe ich mal als Schönwettermechanismus bezeichnet. Bei geringen Migrationszahlen funktioniert er und bei höheren Zahlen funktioniert er eben nicht. Schon im Jahr 2011 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Unterbringung in Griechenland von Asylbewerbern im europäischen Asylsystem nicht menschenwürdig sei und deshalb die Bundesrepublik Deutschland einen Asylbewerber, der in Griechenland das Gebiet der Europäischen Union betreten hat und deshalb eigentlich, wenn er in Deutschland, auf welchen Wegen auch immer angelandet war, nach Griechenland rückzuüberstellen war, nicht rücküberstellt werden durfte, weil ihm dort eine Behandlung, die nicht der Menschenwürde entsprach, drohte. Meine Damen und Herren, als ich diese Entscheidung mit unterschrieben habe, hatte ich Bauchkrummel. Damals waren das Einzelfälle. Damals waren das Einzelfälle. Aber die Aushebelung des Prinzips von Dublin war jedem Richter natürlich klar. Schön Wetter, wenn es Einzelfälle sind. Ich habe aber damals geglaubt, dass wenn wir und der Europäische Gerichtshof in Luxemburg genauso bescheinigen, dass dort menschenunwürdige Zustände herrschen, dass das dann abgestellt wird durch die europäische Politik. Da können Sie sehen, wie naiv Richter sind. Ich habe geglaubt, einen solchen Vorwurf des Verstoßes gegen die Menschenwürde
würde kein Mitgliedstaat lange aushalten. Und ich wusste natürlich, 2011, Griechenland war in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten, aber ich bin davon ausgegangen, dass wenn wir schon Gewährleistungsermächtigungen in gewaltiger Höhe aus, dann wird auch noch ein bisschen Geld dran sein für die menschenwürdige Unterbringung. Das wird irgendwie zum politischen Thema. Das wurde nicht zum politischen Thema. Genauso wie die westlichen Staaten die Unterbringung in Lagern des UNHCR, des UN-Flüchtlingsbeauftragten, die Mittel zwar immer auf Konferenzen zugesagt hat, aber dann klammheimlich einfach nicht gezahlt hat. Wie bei Subjekten, mit denen man nichts zu tun haben möchte. Unzuverlässige Subjekte. Angesehene Staaten, die auf Geberkonferenzen sagen, ja, das zahlen wir, 500 Millionen übernehmen wir. Und dann sieht man nie was von dem Geld. Das zahlen die einfach nicht. Diese Ungehobeltheit der Staaten hat natürlich mit dazu beigetragen, dass das Schönwettersystem bei schlechtem Wetter nicht mehr funktionierte. Denn wenn sich aus Flüchtlingslagern Bürgerkriegsflüchtlinge in Bewegung setzen und an der griechischen Grenze ohnehin schwer zu sichern keine Kontrollen mehr stattfinden, dann hat Europa ein Problem. Und die Frage ist, was dürfen Staaten tun, was müssen sie denn tun, um das Einwanderungsgeschehen zu kontrollieren? Was wir gerade gehört haben, dieser Fatalismus, eine Völkerwanderung, kann man ja sowieso nicht aufhalten. Deshalb gefällt mir der Begriff nicht. Er suggeriert diesen Fatalismus und die Unmöglichkeit der politischen Lösung. Und wenn verantwortliche Regierungschefs sagen, das sei eben die Kehrseite der Globalisierung, wer auf der ganzen Welt Geschäfte machen will, der muss eben ein unkontrolliertes Einwanderungsgeschehen in Kauf nehmen. Ich glaube, meine Damen und Herren, das ist letztlich auf längere Sicht ein Förderprogramm für Protektionismus und für die Beendigung der Globalisierung. Denn wenn das tatsächlich der Preis wäre, was ich für falsch halte, als falsche Diagnose, wenn das tatsächlich der Preis wäre, vielleicht will ich dann keine Globalisierung mehr, obwohl ich unter heutigen Bedingungen ein Anhänger der Globalisierung bin. Weil ich weiß, dass Globalisierung Wohlstand bringt. Wir haben gerade in dem ersten Vortrag gehört, was der Kolonialismus als robuste Ausbeutungsmaschinerie eigentlich mit einem ganzen Kontinent gemacht hat. Und damit haben die Europäer, die Deutschen haben nie Gewinn aus den Kolonien gezogen. Brutal waren sie auch. Sie haben es versucht. Sie haben ja nicht viele Kolonien gehabt. Brutal waren sie auch. Mindestens so brutal wie andere. Nur ein Geschäft hat Deutschland nie damit gemacht mit den Kolonien. Es war immer ein Verlustgeschäft. So reich sind wir dadurch nicht geworden, mit Verlaub. Ob Afrikaner reich dadurch geworden sind, das bezweifle ich auch. Kolonialismus kann auch ein Geschäft sein, bei dem beide Seiten verlieren. Die Globalisierung fußt aber auf einer anderen Idee, auf der gegenteiligen Idee, dass man mit fairen ökonomischen Beziehungen, mit Welthandel, gemeinsam die Welt entwickelt, sodass derjenige, der eine entwickelte Industrienation ist, davon profitiert, aber diejenigen Länder, die wir manchmal Schwellenländer, früher Entwicklungsländer nannten, dass diese Länder auch eine Chance haben, zumindest wenn die Wettbewerbsbedingungen fair sind. Darüber müsste man vielleicht gesondert, auch im Hinblick auf die EU-Agrarwirtschaft, nochmal gesondert reden. Aber insgesamt hat schon vor 20 Jahren jemand wie Samuel Huntington, der 2008 verstorbene amerikanische Politikwissenschaftler, vorausgesagt, dass es vor allen Dingen der Erfolg der Globalisierung sein wird, der Menschen in Bewegung setzt. Denn wer genauer das Migrationsgeschehen sich anschaut, der sieht, dass unsere schuldbeladenen Annahmen, es sei der von uns gemachte Klimawandel, es sei die heutige Ausbeutung, dass das nicht stimmt. Es sind teilweise die Mittelschichten, die sich in Bewegung setzen. Samuel Huntington sagte vor 20 Jahren, es ist gerade der Erfolg der Globalisierung, das heißt der wachsende Wohlstand im Durchschnitt Afrikas etwa,
der dazu führt, dass sich Menschen in Bewegung setzen können. Weil jemand, der droht zu verhungern, hat nicht die Mittel, um mehrere tausend Kilometer zurückzulegen. Es sind diejenigen, die Organisationen bezahlen können, die sich für ihren Weg, die ihren Weg planen und begleiten, wenn auch nicht in einer für uns human erscheinenden Weise. Wir sollten also kein Szenario von Schuld und Sühne aufmachen. Und wir sollten die großen historischen Anleihen eher vermeiden, sondern das Problem als ein Problem des 21. Jahrhunderts sehen. Die Welt wächst zusammen, aber sie ist auf Ordnungszusammenhänge mehr denn je angewiesen. Es ist richtig, was Herr Patzelt sagt. Das europäische Staatsmodell, so wie wir es entwickelt haben in der Neuzeit, man kann es nicht einfach auf andere Weltgegenden übertragen. Und Sie hatten auch von China gesprochen. Vor ein paar Jahren hatte ich die Gelegenheit, mit einem der großen chinesischen Parteiführer einen Vormittag zu sprechen. Es war der Chef der Gesetzgebungskommission, der praktisch als Mitglied der Führung der Partei die Gesetze vorbereitet. Das geht nicht so wie bei uns, dass da alle mitreden, sondern das wird zentralisiert, wird der Wille umgesetzt. Und wir haben viel über Umweltschutzgesetze und sowas gesprochen. In China schien mir besonders notwendig zu sein, weil ich nicht richtig durchatmen konnte in Peking. Aber wir haben auch über etwas gesprochen, was bei jedem quasi Staatsbesuch eine Rolle spielt, nämlich über die Menschenrechte. Und als ich damals als amtierender Richter des Bundesverfassungsgerichts entsprechend anfangen wollte, hat er müde abgewunken, weil jeder Wessi mit dieser Story beginnt. Und hat gesagt, wissen Sie, Herr Di Fabio, wir haben es ja auf kommunaler Ebene schon mit mehr Demokratie versucht. Was haben wir geerntet? Korruption. Und ich will Ihnen eins sagen, wenn wir weiter demokratisieren, zerfällt uns dieses gewaltige Land. Das können Sie sich nicht vorstellen in Ihren kleinräumigen Staaten in Europa. Aber wir haben hier eine Riesennation zusammenzuhalten, die Erfahrung von Warlords und vom Bürgerkrieg untereinander hat. Und unsere Idee, die konfuzianische Idee der Harmonie, die gebietet uns, Staatsrationalität obwalten zu lassen. Wenn Sie dem erklärt hätten, Sie können Ihre chinesische Grenze nicht mehr sichern, weil das entspricht nicht der Globalisierung. Ich glaube, der hätte Sie noch nicht mal verstanden, was Sie damit meinen. Denn selbstverständlich ist China ein zentraler, vielleicht sogar demnächst ein dominanter Bestandteil der Globalisierung. Und gleichwohl werden die Grenzen sehr entschieden und in einer für unsere Maßstäben auch nicht immer humanen Weise verteidigt und kontrolliert. Wieso? Wieso ist nur in Deutschland und in Europa es nicht möglich, Grenzen zu kontrollieren? Und warum ist das in Asien möglich? Warum ist das in Australien möglich? Die Frage sollte in einer globalisierten Gesellschaft, in einer Weltgesellschaft gar vielleicht erlaubt sein. Vielleicht findet man sogar eine Antwort, wenn man sich umschaut in der Welt und nicht nur in der deutschen Provinz seine wertrationalen Entscheidungen trifft. Vielleicht weitet das den Blick. Dem chinesischen Parteifunktionär habe ich übrigens empfohlen, um meinem Auftrag doch gerecht zu werden, was für Menschenrechte und Rechtsstaat zu tun, habe ich gesagt, wissen Sie, der deutsche Weg in die Moderne ist auch nicht über Demokratie gelaufen, sondern über den Rechtsstaat. Wie wäre es, wenn Sie es mit rechtsstaatlichen Strukturen zuerst versuchen und dann den Korrupten auf der kommunalen Ebene nicht einfach hinrichten, sondern so etwas wie ein öffentliches Dienstrecht einführen. Disziplinargewalt über Beamte, wie wäre es damit? Wie wäre es mit einer rationalen Staatsverwaltung? Das müsste doch dem Konfuzianismus entsprechen. Da haben Sie doch ein Miterfindungsrecht in China. Ich fand durchaus, dass das Anklang gefunden hat. Aber, meine Damen und Herren, solche Ideen müssen international besprochen werden, weil der Rechtsstaat ist die Zwillingsschwester der Demokratie. Und wenn das Recht nicht funktioniert, wenn der Rechtsfrieden im Land nicht gewährleistet ist, dann wird die Axt an das Fundament der Demokratie gelegt. Und deshalb gibt es viele Ursachen für Migrationsbewegungen. Aber die westliche Politik
muss lernen aus der europäischen Geschichte, auch aus der europäischen Bürgerkriegsgeschichte, dass es zu funktionierenden Rechtsstaaten keine Alternative gibt. Und dass wir also unsere ganze Energie daran setzen müssen, um auch anderswo diese funktionierenden Rechtsstaaten zu begünstigen. Ich bin übrigens keineswegs so pessimistisch. Wenn wir Europäer über Afrika reden, dann ist das ein diffuser Begriff. Aber stellen Sie sich vor, jemand im amerikanischen Mittleren Westen, der würde über Europa reden und Südportugal und Vladivostok miteinander verwechseln und zusammenrühren oder Stockholm und Palermo. Dann würden wir sagen, der hat doch keine Ahnung. Welche Ahnung haben wir eigentlich von Afrika? Wie viele funktionierende Staaten gibt es in Afrika? Wie viele afrikanische Staaten bilden eine Mittelschicht heraus, die durchaus Gesellschaft und Staat tragen? Was funktioniert alles in Afrika? Ist denn jeder Staat in Afrika ein Failed State? Oder ist die Wirklichkeit nicht wesentlich komplizierter? Und auch optimistischer. Nicht alle Afrikaner wollen nach Europa, weil sie Wohlstandsgewinne sich erhoffen oder weil sie Not entgehen wollen. Sondern viele Afrikaner haben auch eine Perspektive in ihrer Heimat, in ihrem kulturellen Raum. Und es ist die Aufgabe des Westens, mit dem positiven Programm der Globalisierung solche Perspektiven zu ermöglichen. Und dazu gehört auch, dass wir hier als Gesellschaft ein optimistisches Weltbild für uns, nicht für die anderen, für uns pflegen. Wissen Sie, Einwanderung gelingt letztlich nur als ein Prozess, wenn man eine eigene Identität hat und das nicht eine Identität der Ängstlichkeit ist. In dem ersten Vortrag AB gesagt worden ist, es kommt auf ein christliches Fundament an. So muss nicht jeder in unserem Land Christ sein, das wäre mit der Glaubensfreiheit nicht zu vereinbaren. Aber es gehört zu einer christlichen Sicht, die Welt optimistisch zu betrachten, weil wir wissen, dass es ein großes, transzendentes Versprechen gibt. Das heißt aber auch, dass man in diese Welt sich hineinplant und seine Identität deutlich macht. Und es gibt eine europäische Identität. Die ist manchmal parzelliert in französische, niederländische oder deutsche oder polnische Identitäten. Ja, das stimmt. Aber die Nationen haben nicht mehr diese kategoriale, diese ausschließliche Kraft, wie sie das im 19. Jahrhundert für sich beansprucht haben. Die Nationen sind heute kulturelle Identitäten und Patriotismus hat was vielleicht mit dem Boden zu tun, ja, aber mit Jürgen Habermas würde ich sagen, der Verfassungspatriotismus und mit Heinrich Heine vor allen Dingen, man kann nur da sein Vaterland finden, wo auch Freiheit herrscht. Diesem offenen, weltoffenen Patriotismus würde ich mich eher anschließen. Wenn man den aber will, wenn man den will, wenn man weltoffen bleiben will, dann muss man auch deutlich sagen, jede Demokratie entscheidet darüber, wer auf das Territorium des Landes kommt, sonst funktioniert der moderne Staatsbegriff und seine Funktion der Friedenswahrung nicht mehr. Was wir bei länger unkontrolliert geöffneten Grenzen als Preis zu zahlen haben, ist auch der Preis des repressiver Werdens im Inneren unseres Landes. Denn wenn Sie außen nicht kontrollieren, dann werden Sie im Innern den Polizeiapparat aufrüsten. Im Augenblick stellt die Polizei ein, in einer erstaunlichen Weise, wenn man genau hinschaut, sieht man, damit werden Personalabschmelzungen, die in einer kurzsichtigen Fiskalpolitik verfügt worden sind, meistenteils korrigiert. Also vielleicht ist die Polizei bald wieder so stark, wie sie in den 70er Jahren war. Aber die Tendenz geht trotzdem darüber hinaus. Die Tendenz geht darüber hinaus, dass eine alternde Gesellschaft ängstlich wird. Und Ängstlichkeit führt auch zu Irrationalitäten. Und aus Wertrationalität wird möglicherweise eine negative Zweckrationalität. Deshalb, meine Damen und Herren, ist es wichtig, die Diskussion über Migrationsbewegungen
zu versachlichen. Also genau in der Richtung, wie Herr Patzelt das auch schon angesprochen hat, die Hypermoralisierung des Themas war zwar auf den ersten Blick eine geschickte politische Strategie, die, gestatten Sie mir, Herr Ockenfeld, das zu sagen, vor allen Dingen von den Kirchen mitgetragen wurde. Herr Bedford-Strom ist etwas zurückgerudert jetzt. Die katholische Kirche bleibt weiter hartnäckig auf ihrem falschen Kurs. Ich habe im vergangenen Jahr vor der Synode der EKD, als Katholik wohlgemerkt, gesprochen und habe dort den Unterschied der Weberschen Wertrationalität und Zweckrationalität erklärt. Jemand, der auch die Folgen seines Tuns, die langfristigen Folgen, die komplexen Folgen seines Tuns mit einblendet, wenn er entscheidet, der ist derjenige, der moralisch handelt. Mit Max Weber ist das nämlich die höchste Form der Rationalität. Damit ist eben nicht gesagt, damit da keine neue Lagerbildung entsteht und eine umgekehrte Moralisierung entsteht, damit ist nicht gesagt, dass der, der wertrational handelt, irgendwie nicht moralisch wäre. Sondern es kommt in einer freien Gesellschaft darauf an, dass beide Momente sich in einer Diskussion treffen und sich einander zuhören. Und dass nicht die eine Seite sagt, was wir tun, ist nicht nur politisch richtig, geboten, sondern auch moralisch richtig und jede andere Entscheidung ist böse. Das nenne ich Hypermoralisierung. Das muss aus dem politischen Raum, abgesehen von wirklichen Kategorialfragen, wie zum Beispiel die offene Menschenverachtung, herausgehalten werden. Wenn jemand anfängt, eine Partei, die neuerdings im Bundestag sitzt, Kompaniestärke hatten Sie, glaube ich, gesagt, und diese Partei gemeint, Herr Patzelt, wenn da im Umfeld plötzlich Bilder mit Pizzaschachteln mit dem Bild von Anne Frank auftauchen, dann ist der Grund der moralischen Intervention erreicht. Dann ist es keine Hypermoralisierung zu sagen, Leute, wenn das euer Patriotismus ist, dann weise ich darauf hin, dass es nie schlimmere Feinde des Patriotismus und Deutschlands gegeben hat als den Nationalsozialismus. Meine Damen und Herren, man sieht, Versachlichung bedeutet, wir müssen politisch über die Sache reden und das moralische und auch das religiöse Argument ein bisschen von der politischen Bühne ziehen. Das ist modern. Das entspricht unserem neuzeitlichen europäischen Bewusstsein. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt unmoralisch werden, sondern dass wir nur Raum für eine politische Diskussion lassen. Zum Beispiel, wie man humanitäre Probleme löst. Wie viele Menschen man aus humanitären Gründen, aus Bürgerkriegsländern ins Land lässt. Wie viele. Und was man für diejenigen, die man nicht ins Land holen kann, was man für die stattdessen tut. Wie viel Geld man für Flüchtlingslager ausgibt. Wie viel Stabilisierungsmaßnahmen. Vielleicht sogar wie viel militärische Unterstützung unser Land und unser Kontinent gewährleisten. Fluchtursachenbekämpfung nennen wir das in einer schönen sozialtechnischen Ausdrucksweise. Es gibt aber nicht eine Ursache, sondern es gibt viele Ursachen. Die globalisierte Welt, sie wird beides lernen müssen. Sie kann ihre Offenheit nur erhalten, wenn sie zugleich ihre Grenzen sichern kann. Und diese Doppeldeutigkeit, das klingt wie Dialektik, aber die Welt ist in Wirklichkeit dialektisch. Und zwar nicht im Sinne dieser negativen Dialektik, als Marx Hegel auf den Kopf gestellt hat, sondern im Sinne der echten hegelschen Dialektik, die mit beiden Beinen in der Welt stand, bevor sie Marx umgestürzt hat. Nach dieser Dialektik muss man bestimmte Zusammenhänge zusammendenken, sonst zerreißen sie und machen unsere Welt unfriedlicher. In diesem Sinne, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.